So, bisher ist nicht viel übrig geblieben von dem Teil. Also ich habe jetzt hier angefangen, den Relay Overheater zu zerlegen. Das Ganze deswegen, weil hier ein Brushless-System eingebaut werden soll. Dazu habe ich praktisch alles ausgebaut, was aus diesem Fahrzeug raus kann. Dazu zählt zum Beispiel der Motor, die Tankanlage, einige Kleinteile, wozu unter anderem die Bremsen und einige Halterungen zählen und im Grunde dieses schöne kompakte Modul hier, bestehend aus der Empfängerdose und dem Empfängerakku, den brauche ich jetzt natürlich nicht mehr. Und da das alles raus kann, habe ich jetzt hier eine ganze Menge Platz. Und was da jetzt genau rein soll, das zeige ich euch jetzt. So, ganz offensichtlich ist in diesem Wagen hier echt eine ganze Menge Platz drin. Ich habe hier jetzt alles ausgebaut, was irgendwie nicht nied- und nagelfest war. Dazu gehört die Empfänger- und Empfänger-Batterie-Kombination. Dazu gehört der Force-Motor. Dazu gehört der Tank. So, alles, was also nicht gebraucht wird, kam raus. Ich habe jetzt das Mitteldifferential und das Differential vorn und hinten nicht neu befüllt. Das liegt einfach daran, dass ich erst einmal schauen möchte, was der Wagen denn aushält, was die Differenziale wirklich mitmachen. Denn wie ich schon mal gesagt habe, ich vermute, dass die Differenziale bedeutend schneller kaputt gehen, wenn man hier neu befüllt mit stärkerem Fett. Einfach weil die viel mehr Last aufnehmen müssen. Natürlicherweise müssen die Spider-Zahnräder hier in diesen Differentialen dadurch sehr viel mehr rotieren, als sie es würden, wenn da festes Fett drin ist. Das macht mir aber nichts, denn ich probiere es jetzt einfach mal aus. Zu diesem Umbau will ich gerne nochmal sagen, dass der so billig wie nur irgend möglich durchgeführt werden soll. Das bedeutet, ich habe hier ein günstiges Fahrzeug gekauft von eBay. Das war in hervorragendem Zustand, alles schön und sauber und das Ganze zum halben Preis vom Einkaufspreis. Dann habe ich nichts damit gemacht, außer gefahren. Ich habe die billigsten Räder draufgebaut, die ich finden konnte. So, wie soll das Ganze nun weitergehen? Wie macht man so einen Brushless-Umbau eigentlich günstig? Man bestellt nicht in Deutschland. Die einfachste Möglichkeit ist es, sich Teile von Hobby King zu kaufen und dazu zählt zum Beispiel dieser ziemlich schöne Trackstar Motor. Das ist ein 2560 kV Brushless Motor in wirklich wunderschönem Design. Er ist angelehnt an das Mamba Monster. Er hat ziemlich viel Leistung. Er erreicht 2,2 kW. Damit kann man dieses Auto durchaus betreiben, denn der Force Motor, der hier ursprünglich drin war, erreicht auch nur 2,5 PS. So, und wenn man das mal umrechnet, 2,5 PS, 2,2 kW, da ist die Kiste hier leistungsstärker. Und er hat bedeutend mehr Drehmoment. So, und das Einzige, was ich im Prinzip tun muss, ist den Motor hier einzubauen mit einem entsprechenden Motorträger. Der wird jetzt von mir in der nächsten Zeit gefertigt. Ist auch relativ leicht, das Teil. Sollte gut passen. Das Ganze wird angetrieben von wiederum einem Hobby King Brushless Motortreiber. Das Ding scheint zunächst einmal monströs, wiegt aber nicht besonders viel. Das Teil hält sehr, sehr viel aus. Das ist der 120 Ampere Regler. Man sieht hier auch schon, die Kabel sind wirklich extrem dick. Man hat hier eine schöne Verarbeitung, da ist ein riesen Lüfter drauf. Macht für meine Begriffe einen sehr guten Eindruck. Und wenn man sich mal anschaut, was das Ding am Ende kostet, ich werde es nachher, wenn der Umbau fertig ist, mal auflisten, was da alles für Kosten entstanden sind, wird man feststellen, das ist nicht viel. Das ist absolut nicht viel. Dann zusätzlich zur Freude kommt hier natürlich, tada, ein Turnigy 4S Akku rein. Das Ganze wird mit diesem 500 mAh Akku betrieben. Das Teil macht 20C dauerhaft, 30C Spitze. Die sind oben gematcht, das heißt, dass alle Batterien, die in diesem Paket hier verbaut sind mit 4S, vom Innenwiderstand her aufeinander abgestimmt sind. Wie gut die Zelle hier wirklich ist, denn auch diese Zelle ist extrem günstig in der Anschaffung, muss ich erst zeigen. Bisher habe ich nur Gutes darüber gelesen, genauso wie über den Regler, genauso wie über den Motor. Ob der sich in der Praxis hier bei uns bewähren kann, ist einfach noch State of Testing. Und zu guter Letzt natürlich ein 2,4 GHz Empfänger, 3 Kanal,
zusammen mit der 2,4 GHz Fernsteueranlage, die dazugehört. Das ist auch hier ungefähr das günstigste, was man dreikanalmäßig kaufen kann. Macht aber nichts. Das Teil sieht hervorragend aus. Es gibt hier überhaupt keine Grate. Das ganze Ding ist ganz toll verarbeitet. Ich war sehr begeistert, als ich das aus der Verpackung genommen habe. Man kann hier die üblichen Controls. Ich gehe davon aus, dass das hier die Standard-Elektronik ist, die hier eigentlich immer verbaut wird bei den billigen 2,4 GHz Fernbedienungen. Es sieht immer gleich aus. Man kann nicht viel falsch machen bei dem Teil. So, das Ganze wird dann hier irgendwie verbaut. Ich vermute mal hier in der Nähe. Das lässt sich dann noch mit Plastidip einpacken, sodass das Ganze dann auch wasserfest ist. Der Regler ist bereits geschützt. Man kann natürlich immer noch was optimieren. Aber das ist erstmal grundsätzlich das Paket, was hier rein soll. Und wie man sieht, passt das alles. Und wenn ich jetzt Glück habe und den hier vernünftig anhebe, dann hat der Akku ein bisschen Übergewicht, aber das ist verhältnismäßig wenig. Das lässt sich noch durch irgendwie ein Gewichtlein oder sowas ausgleichen. Vielleicht kann der Regler auf die andere Seite, ich weiß es nicht, wir werden das alles mal ausprobieren. In jedem Fall ist das erstmal das Paket, was da rein soll. Das Ganze kommt von Hobby King, kann ich nur empfehlen. Versand sehr schnell, optische Qualität. Man lässt hier eigentlich nur Tränen rollen, wenn man das sieht bei dem Preis. Ja, ich bin gespannt, was ihr davon haltet, um ehrlich zu sein. Wenn ihr meint, das hier kann nicht funktionieren, weil das alles billig China-Produkte sind, dann schreibt doch einfach einen Kommentar unten in die Kommentarleiste. Ich bin wirklich gespannt, was ihr davon haltet. Vielleicht habt ihr aber auch schon sehr positive Erfahrungen mit diesen Hobby King-Produkten gemacht. Wenn ja, ebenfalls einen Kommentar reinschreiben. Und außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn ihr hier zu meinem Kanal subscriben würdet. Ihr unterstützt mich damit sehr. Das ist eine große Motivation. Also Thumbs up für alle Subscriber. Viel Spaß noch. Wir sehen uns in der nächsten Folge.